Willkommen zurück. Bei Let's Play Minecraft Cozy Era? Genau. Ich wusste nicht, soll ich jetzt, sollst du jetzt, was ist egal. Mein Text? Hab ich meinen Text vergessen? Verdammt, er hat mir ein Skript gemacht, was ich sagen soll zu Anfang. Jetzt habe ich schon alles vergessen. Cozy Era, das Einzige. Also kannst dich bitte mal direkt ins Bett verfrachten? Weil hier sind mir ein bisschen zu viele Monster. Ich komme zurück. Bin schon im Bett. Dann warte ich jetzt hier einfach mal, bis es Tag wird. Dankeschön fürs Einschalten. Jetzt habe ich lustig, dass das jetzt komischerweise mit einem nur geht im Bett, ne? Ja, aber das bin ich überhaupt nicht böse und ich hinterfrag das auch nicht. Ich wollte auch nur eben kurz sagen, ich habe schon das erste Fähigkeitenbuch. Mir fehlt aber Material für deins. Schnecken machen auch voll lustige Geräusche. Ah, mir fehlt exakt ein Leder. Ja, aber das kriege ich. War da nicht noch mehr Leder? Ich habe schon alles rausgenommen, soweit ich weiß. Okay. Hab ich hier noch welches? Aber ich kann auch sein, ich habe was übersehen. Warte mal, hier war nichts mehr. Da war nichts mehr. Da ist gar nichts drin. Und hier ist... Okay. Nö. Dann hast du schon alles... Ja, ich habe alles geplündert. Gefunden. Alles hier plündert habe ich. Aber macht nichts, ich brenne mir gerade aus Zombie-Haut. So, und jetzt kann ich das zweite Fähigkeitenbuch machen. Und? Was hab ich denn hier? Oh nein. Da war ich gerade. Schnell da zurück. Ja, vielleicht besser. So. Nee, dafür bin ich noch nicht. Da bist du. Madame, guck mal. Das Fähigkeitenbuch. Oh. Muss ich da jetzt sowas lernen für? Ja, aber das ist nicht kompliziert. Das ist wirklich nicht kompliziert. Hat das Zeit? Ja. Weil ich will jetzt nicht lernen. Das ist eigentlich aber wichtig. Ach, dann nicht. Das geht schon wieder so los. Ja, ist eigentlich wichtig in dem Sinne, dass du keine Level mehr verlierst und Skills lernen kannst, wenn du willst. Aber ist in Ordnung. Ich will dich damit auch nicht stressen. Ich mach's für mich jetzt. Alle Level haben. Ich kann auch noch nicht. Neue Fähigkeit. Macht das Buch die Geräusche? Nein, ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Ich habe gerade so eine neue Fähigkeitenseite gesammelt. Und diese Fähigkeiten sammelt jetzt Seite jetzt in mein Buch eingetragen. Und dadurch kann ich wieder was Neues lernen hinzulegen. Die Frage ist jetzt, wenn ich das Fähigkeitenbuch in eine Truhe lege. Und im Inventar auf das Fähigkeitenbuch. Oh, es funktioniert. Okay, du musst das Buch nicht ständig bei dir haben. Okay. Du musst es in eine Truhe legen, zum Beispiel. Ja. Und wenn du dann E drückst. Auf die Truhe? Nein. Wenn du es abgelegt hast, das Buch. Und dann dein Inventar öffnest. Ja. Dann hast du neben deinem Spieler das Fähigkeitenbuch. Und da kannst du draufdrücken und kannst dann da alle XP auch lagern oder die Skills lernen. Okay. Verbesserter Bergbau, schneller klettern, besser schwimmen, länger Luft anhalten, springen und. Und dann kannst du noch so Fähigkeiten Seiten finden, wie zum Beispiel, dass die Mobs auf Abstand bleiben. Und je besser du das skillst, bleiben die immer weiter auf Abstand. Das ist das, wovon ich dir erzählt hatte. Gut. Gut. Ich wollte jetzt auch das nicht boykottieren oder so. Nein, ist alles gut. Ich wollte es dir nur einmal ganz fix erklären und im Detail kann ich es dir dann später nochmal machen.
Nur damit du weißt, dass du deine Erfahrungspunkte jetzt auch speichern kannst, sozusagen. Du verlierst sozusagen die Level, die du aktuell hast, aber sie sind immer wieder da abrufbar. Mhm. Ne? Also du kannst sie dann holen, wenn du sie brauchst, sozusagen. Und dann ist Sterben auch nicht mehr so extrem schlimm. Es ist immer noch schlimm, wenn du sie nicht vorher natürlich gelagert hast. Also das ist nichts anderes als eine Kiste für XP. Oh, was ist das denn? Damit nicht verloren geht, wenn man stirbt. Eine! Ey! Die hat was geklaut! Was? Nichts, ich hab keinen Vogel getötet. Ich hab keinen Vogel. Solange du kein Flamingo tötest. Nee, es war eine diebische Oder Elster. Es war eine diebische Elster, sie hat uns einen Eisenklumpen geklaut. Ich ja eigentlich. Das frage ich mich die ganze Zeit. Was, echt? Ja, ich weiß nicht, wo ich gerade anfangen soll, weil so viel zu tun ist. Ach so, ich dachte, du fragst dich, was ich hier die ganze Zeit mache. Ach so, nein. Oh Gott, nein. Ja. Erst mich überreden, ne? Und dann. Ich habe keine Elster getötet, ja? Ich will es nur nochmal sagen, Frau. Habe ich nicht getötet, ne? Hast du bestimmt nicht, nein. Ich habe auch wirklich keinen Beweis gerade in der Hand. Also so wirklich keinen Beweis, ne? Also gar keinen Beweis. Gar nichts habe ich in der Hand. Seit ich den Beweis. Welcher Beweis? Ich weiß von nichts. Oh Mann. Komm, das war doch gut. Also ich fand's jedenfalls lustig. Und du sitzt bestimmt da jetzt gerade und schüttelst mit dem Kopf. Nö. Ach, ich bin viel zu beschäftigt dafür. Mit meinen nicht vorhandenen Baukünsten hier irgendwas hinzubauen. Ich würde nicht sagen, dass du keine vorhandenen Baukünste hast. Du hast damals so schöne Sachen gebaut. Ja, aber das hat auch immer ewig gedauert. Und außerdem muss man auch dazu sagen, wir hatten ja in Ära so ein bisschen, ja, nie gescheatet, aber wir hatten ja den Vorteil, dass wir uns morphen konnten. Und das hat das Ganze ja noch ein bisschen einfacher gemacht. Und da habe ich mich an Sachen rangewagt, so, ne? Mit Hochbauen und so. Und jetzt bin ich da schon ein bisschen. Ja, jetzt geht's back to the basics. Dumm bei sowas. Ja. Ja, aber ich sag mal so, wenn man das alles nicht mehr hat, weiß man A, das Alte natürlich in dem Sinne zu schätzen. Oder gut zu schätzen, wusste es sowieso schon, aber ne, you know. Und Guten halt Tag, Versicherungsvertreter. Oh je, leg dich doch nicht mit denen an. Muss ich aber. Ich versuche mir gerade eine Versicherung zu kaufen. Explosionsschutzversicherung. Nee, und zum anderen lernst du das dann jetzt mal richtig. Damals habe ich dich ja in Minecraft reingeschmissen. Wie du schon sagst, ist im Prinzip mit einem Cheat-Mode. Und jetzt lernst du halt mal Basic Minecraft kennen. Mit Mods. Also mit Mods, die natürlich uns das Leben vereinfachen, aber ne, halt. Ja. Nicht mit solchen Mods. Zack. Oh, schon wieder ein Versicherungsvertreter. Und der macht gleich Peng. Was brauche ich denn noch alles? Weiß ich nicht. Hey, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gerade Materialien holen. Kupfer, Eisen und so. Hab ich gerade hier. Hab gerade einen guten Spot. Hey, ich muss mich jetzt mit dem blöden Dach rumquälen. Ich brauch vor allem mal, wie heißt's? Kohle. Ich habe nämlich keine Fackeln mehr.
So, was ist das? Was ist das für ein Geräusch hier? Ein Schmetterling. Toll, jetzt habe ich schon Angst vorm Schmetterling, ey. Hier ist eine gute Ader gerade an Kupfer. Aber eine richtig gute. Alter, die hört ja gar nicht mehr auf. Crazy. Ah. So, wie war das jetzt? Wie war das? Au. Boah. Das kann ja was werden. So. Einmal. Ja. Einmal umgedreht und einmal draufgedreht. So, jetzt brauche ich aber mal Kohle. Leute, ich brauche Kohle. Vorhin habe ich die ganze Zeit welche gesehen, ne? Immer, immer dann, wenn du es brauchst. Tja. Und vor allem, wie komme ich wieder nach Hause? Jetzt schon verlaufen. Nein, echt? Du kannst nicht in die Karte gucken. Oh. Naja, unter Tage verlaufen, ne? Aber, ich glaube, ja, doch, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und da ist ein Zombie. Das nie verstehen mit diesen Treppen. Wenn man das so. Wenn du. Ja, das ist. Ja, ich weiß, dass ja. Du musst. Ja, du musst. Auf einen gewissen Punkt gucken. Ja, aber ich krieg das irgendwie immer nie hin. Das dauert ewig. Zum Glück guckt man mir nicht zu. Also wirklich ehrlich. Du. Was ist denn jetzt eigentlich damit? Willst du denn irgendwann mal da das mit aufnehmen, sag ich mal? Nein. Nein. Gottes Willen. Vielleicht, wenn ich 100 Stunden Minecraft gespielt habe und dann nicht mehr so noobig bin, aber wer will sich das angucken hier? Nicht. Ich denke, die zweite Perspektive also ist meistens interessant. Ja, aber nicht, wenn einer nicht mal hier mit Bauen klarkommt. Nee, nee. Da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Alles gut. Okay. Ich vergesse ja sogar zu reden dann. Okay. Oh. War das jetzt nochmal? So. Jetzt muss ich da, glaube ich. Sorry. Oh. Was? Was ist sorry? Na, dass ich hier so rumstammle. Nö, mach doch. Ist doch alles gut. Ich habe jetzt nicht deswegen. Ich bin ja gerade im Überlegen, weil ich schon wieder keinen Platz im Inventar habe, was ich wegschmeiße. Ist gerade ein bisschen nervig. Deswegen habe ich gerade so gemacht. Wenn du das falsch interpretiert hast, tut's mir leid. Falsch. Gerade überlegen, wie man das Dach jetzt dann schließt am Ende. Wie machte man das nochmal? Gibt's tausende Möglichkeiten. Slaps zum Beispiel. Oh shit, oh shit, ich werde angegriffen. Wovon? Wovon? Ich wollte von irgendeinem Vieh. Von einem Creeper. Oh, verdammt. Du kannst nicht ins Bett gehen. Ich kann nicht ins Bett gehen. Ich bin mitten in der Mine. Und habe scheinbar gerade was Interessantes gefunden. Ich gehe ins Wasser, weil da kann mich der Creeper wenigstens nicht sprengen. Oh, verdammt. Geh doch weg. Was hab ich denn hier gefunden? Oh, wie cool ist das denn? Oh, das tut mir auch irgendwo leid, aber wie cool ist das denn? Ja. Ich habe gerade ein Skelett gefunden. Also pass auf, ich habe gerade hier Cobblestone gefunden und Spinnweben. Ich denke, oh, da ist bestimmt ein Spawner, ne? Bestimmt so ein Mini-Dungeon oder irgendwas in die Richtung. Bau den Stein ab, geh runter, dreh mich um. Nee, da sitzt ein Skelett, der da gestorben ist vorm Lagerfeuer.
Oh. Und den baue ich jetzt ab. Oh, und er weckt zum Leben. Ei, ei. Oi. Gott. Da seht ihr ja... Oh Gott. Oh Gott. Bei uns mitten im Lager ist so ein Boss gespawnt. Arthur, der Unheilige oder so. Oh. Bei uns mitten im Lager. Ich bin aber unten am Wasser, weil wegen dem Creeper habe ich mich dahin verzogen. Ja. Ich warte jetzt hier einfach, bis es wieder Tag wird. Ich warte hier und gehe nie wieder weg. Warte, ich komme. Ach, mach dir keinen Stress. Ich muss mein Inventar leeren, von daher. Und ich habe Fäden. Ah, warte mal, ich brauche aber trotzdem noch... Auch Leder ja noch. Ich will mir jetzt endlich mal so einen Rucksack craften. Ich bin dessen überdrüssig gerade mit dem Inventar voll. Mhm. Ja, weg damit. Ja. So. Ah, okay, das waren nur zwei. Naja, egal. Dafür opfer ich das dann. Alter, mich greift eine Schlange an. Oh, pass auf, wenn du durchs Wasser gehst. Hier sind Schlangen im Wasser. Oh, okay. Giftig oder nur normaler Schaden? Giftig. Die hat mich angefaucht. Also Giftschaden hast du bekommen? Ja, die hat mich einmal kurz erwischt und dann bin ich weitergeschwommen. Okay, hier muss ich mir mal eben merken. Da bin ich her. Bin gleich bei dir. Der ist weg. Also der ist wieder woanders. Jetzt bin ich hochgekommen. Oder ist das das die... Ist das da die Spinne? Ich habe keine Ahnung, nee, ich bin jetzt bei uns am Lager. Das ist eine Pyrospinne, pass auf. Da ist eine Pyrospinne an meinem angefangenen Haus. Ja, ich bin gerade ein Skelett am besiegen. Oder versuch's zumindest. Schlange hin oder her, ich bleib hier im Wasser. Egal. Bin im Bett. Du kannst nicht schlafen, Monster sind wieder die Creeper! Hast du gerade unser Lager gesprengt? Ja. Du hast gerade das Pferd gesprengt? Ja. Okay, ich gehe mir mal den Schaden angucken. Der Schaden ist weg, aber der, das wird ja automatisch gefixt. Ja. So ein Creeper ist immer noch da bei uns auf dem Plateau. Welches Plateau so. Denn? Wir haben kein Plateau. Ich bin hier unten am Wasser und guck, der kommt auf dich zu. Ach da. Ja. Guck, das bleibt stehen. Hey. Hast du gesehen? Spinne. Ja, Pyrospinne sind gefährlich im Moment noch. Wenn wir brennen, müssen wir zum Wasser. Ja. Ach, die greift nicht mehr an, weil die freundlich ist am Tag. Freundlich würde ich das ja nicht nennen. Oh, lebt das Pferd noch? Ja, es lebt doch noch. Ja, aber nur noch mit zwei Herzen. Oder anderthalb oder so. Fünf Leben noch. Warte mal, Karotten. Ich habe Wildkarotten gesammelt. Kann ich dich damit... Nein, was frisst ein Pferd? Verdammt. Äpfel? Ah, Äpfel wäre auch eine Idee, aber ich habe keinen im Inventar. Ein mit rechts? Mit rechts? Klick. Ich habe aber keinen im Inventar. Ich. Mit rechts? Klick. Ja. Willst auch nicht. Doch. Du hast es geheilt. Dankeschön. Dankeschön. Was denn? Ich suche gerade das Essen. Boah, wir haben schon 29 Smaragde. Wow. Und ich habe eine neue Fähigkeitenseite gefunden. Guck mal, wenn du so eine hast, wie ich jetzt hier in der Hand habe, dann kannst du
jetzt dadurch, dass wir das Fähigkeitenbuch haben, das Lernen, solange du das noch nicht gelernt hast, dann wird es in dein Fähigkeitenbuch gepackt und kannst es quasi leveln. Ich habe jetzt den Skill Scharfer Pfeil gelernt und jetzt könnte ich das auch leveln. Ah. Und da ich jetzt wieder 8 Level habe, packe ich meine 8 Level auch erstmal wieder in die XP-Bank und lagere alle ein. Und habe jetzt schon 12 Level in meinem Buch. So, das wollte ich ja schon auch die ganze Zeit gemacht haben, siehst du mal. So, mein. Oh, oh. Was? Hm? Ah. Tja, wie macht man das jetzt? Was willst du denn machen? Ach, nix. Ich muss das ja selber rausholen. Hab schon. Ja, du kannst dich so mit Dreck hochbauen, klar. Was? Hä? Hast du was gesagt? Was meinst du? Nein. Du warst gerade so weit, ewig weit weg. Okay. Naja, mein, ich sag jetzt mal, mein Dings ist jetzt auch nicht das super Beste. Mein. Mann, sag schon. Headset. Guck ich da jetzt nicht drauf. Ja! Aber es ist dafür, dass ich jetzt, hoffe ich zumindest, dass ich ohne Mikro aufnehme, dass das ausreicht. Ich hab Deko gemacht. Du hast Deko gemacht, okay. Guck mal, unser schöner Hanging Pot. Oh. Ja, gleich. Ja, ja, wenn du das sowieso zum nächsten Mal zum Bett gehst, dann siehst du es. Hm? Eilt ja jetzt nicht. So, warte mal, ich brauche noch 2 davon. Toll, hab ich noch nicht. Weil ich wieder aus der Mine raus bin. Wie die hier im Wasser rumspringen, wie lustig das aussieht. Was denn? Die Bisons, wie die hier im Wasser rumspringen. Ach da, ja. Das sieht voll lustig aus. Oh, wollte ich nicht. Und das. Immer schön das Weizen ernten. Danke. Ich meinte mich. Ich weiß. Mann, oh. So. Wie es sich sofort angesprochen fühlt. Ja. Verstehe ich auch nicht. Ich würde sagen, Erfahrung aus fast 10 Jahren Ehe. Als ob ich dich jemals Trottel genannt hätte. So ähnlich? Wie denn? Ach so, ja, doch, jetzt weiß ich, was ich dann auch ab und zu mal sage. Ach, das ist aber lieb. Ja, 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 ja. Nee, nee, ist klar. Ich hab noch nie Trottel zu dir gesagt. Was unterstellst du mir hier? Ja, ja, ja. So ähnlich schon, ja. Aber manchmal, ne, also. Naja. Was? Führen Sie bitte Ihren Satz, Gedanken oder ähnliches zu Ende. Ja, manchmal kann man ja auch nichts anderes sagen. Wie Männer sich manchmal anstellen. Ey. Hast du denn jetzt den Hanging Pot gesehen hier? Nee, ich bin direkt zur Crafting. Ein arbeitswütiges Tier. Oh, wie süß der Schmetterling in deiner Nähe gerade war. Oh, wie hübsch. Ja. Schmetterlinge sind hier wirklich erstaunlich anhänglich. Ich habe mich am Anfang tatsächlich vor dem Geräusch erschrocken, was die machen. Ich höre das gar nicht gerade. Es ist vielleicht auch was anderes, wenn du so leise vor dich hinbaust. Mhm. Bevor du weiter leise vor dich hinbaust, was hältst du davon, wenn wir wieder einen Cutgar setzen? Schon wieder so weit? Okay, dann tun wir das doch. Sieht komisch aus. Ich knie gerade vor dir.
Ja. Mit Aussicht auf die Bisons. Machen wir jetzt den Cut, okay? 3, 2, 1. Sehe ich aber nicht. Da, auf dem Wasser. Ja, aber warte. Wir spielen Wasserballett. So. Jetzt. 3, 2, 1, Cut. Bis gleich. Bis gleich.